Hunderte Timings hier. Heute findet der Tag statt, wo Eli sein riesiges Event macht im Audidrom. Vor 6000 Leuten live Fußball spielen. Wir sind viel zu spät. Ich bin Team-Captain, bin sehr zufrieden mit meinem Team, das wird geil. Ich bin absolut zu spät. Eli ist auch stinksauer. Wir müssen uns jetzt gut beeilen, gerade gelandet. Mein Bruder ist auch mit dabei, spontan. No-Hand Gaming ist bei Mickey im Team ausgefallen. Da springt mein Bruder ein. Wir sind beide in verschiedenen Gruppen. Wenn wir Glück haben, treffen wir im Halbfinale aufeinander. Das ist der Plan. Mal gucken, ob es klappt. Aber jetzt müssen wir schnell uns beeilen. Ich denke, gleich schon Zuschauer einlassen. Wir sind noch am Flughafen. Katastrophe. Man rusht hier einfach durch den Flughafen. Aus dem Nichts kommt mal Leute Trimax hier. Ich mag das eigentlich auch nicht, hier vor den Leuten aufzunehmen. Aber jetzt ist es so. So Leute, wir sind im Taxi. Ziemlich gehetzt, dass wir uns noch beeilen. Letztes Mal bei einem Fußball-Event habe ich mich ja deutlich stark verletzt mit dem Schlüsselbein. Hoffen wir, dass das heute nicht passiert. Ich darf nicht aufs Handgelenk fallen, nicht aufs Schlüsselbein. Aber ich habe jetzt erst auch schon sehr viel gekickt. Auf Großfeld halt. Findest du mich auf dem großen Platz? Reicht. So Leute, wir sind da. Die Leute haben Bock. Da ist schon krass Stimmung. So Leute, wir sind drin. Das wird eine absolut krasse Atmosphäre hier werden. 5.000-6.000 Leute passen hier rein. Richard. So Leute, wir sind umgezogen. Und hier sehen wir schon von allen das richtige Schuhwerk. Die guten alten Adidas Franz Beckenbauer Treter, Alter. Stark, geil. Ja. Richtig gut, das ist es. Die Schuhe sind älter als mein Vater. Ja, es ist so. Muss auch. Ja, sag euch was. So, das ist das Trikot. Gelb und schwarz. Ich war ja gerade erst letztens bei Dortmund, also es verfolgt mich irgendwie. Die Halle wird laut, Mont ist im Anmarsch, man weiß es schon vorher. Monte, du bist der Beste! Mont hat der Fleck ist heute da. Da ist er, der begehrteste Torwart Deutschland. So Leute, der letzte Team-Captain ist auch da. Leute, gerade die Info reinbekommen, in Mickys Team gibt es einen guten Torwart. Der hat schon die ganze Zeit war im Tor. So? Und deswegen ist Micky im Feld und er sagt, er ist ein Knipser. Ja, ich versuche. Aber ich bin auch ein guter, ich bin Allrounder. Geil. Ich kann auch Verteidiger sein. Leute, die Ruhe vorm Sturm, alle Mannschaften sind hier. Ist mega laut. Alle sichtlich nervös. Das wird geil. Aufstellung haben wir schon gemacht. Nice. Wir haben auch Trimax Bruder drin übrigens, Nummer 11. Ja. Niki einfach 1:1 wie Trimax, bloß mit dunklen Haaren. Die reden auch gleich am gleichen Humor, das ist ganz komisch. Gleiche Lache, unfassbar. Guckt euch die Vorlage von Trimax an. Capitano, ersten 5 Minuten. Lief gut. Ich seh's. Danke. Kein Problem. Ich glaube, die Leute hier außen genießen auch, was du machst. Krieg ich mein Feedback? Spielt Trimax gut? Und siehst du, Menschen können lügen. Leute lügen, Max. Aber ich wünsche dir viel Erfolg und mach's dir nass. Und das ist noch ein letztes Mal und wieder Niki. Wie durch ein Wunder sind wir ins Halbfinale gekommen. Und jetzt wird's richtig krass. Ich spiele einfach im Halbfinale gegen meinen Bruder. Die haben aber 2 Verletzte, waren deutlich besser, aber mit 2 Verletzte. Wird sehr, sehr spannend. Das erste Halbfinale, Eli gegen Team Wisca Barca. Es wird einfach geil.
Training. Steht schön auf. Wow! Da haben sie! Und da hat die Antwort von Max Wendel! Unglaublich, was ein Tor! Was ist denn da los? Niki! Sehr schön von Niki, sehr gut antizipiert. Und jetzt das Umkehrspiel. Und da ist der Treffer. Und das ist das 3-2. Aber nicht für die Spieler. Boah, das war aber. Das war frech, oder? Hauptzart. Und Max, gibt's noch hier eine Chance? Die letzten das 10 Sekunden, 15 Sekunden noch. Schöner Spielaufbau, von Kevin, gute Übersicht. Jetzt den Ball imitieren und bekommen den Schießen ganz gerade. Letzte Sekunde. Ausland! 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 In den letzten 10 Sekunden bist du verrückt. Und das ist Halbfinale. Das ist irre. Henso mit dem Ausgleich. Die Jungs haben es geschafft. Schluss. Aus. Unglaublich. Wow. Und dann kann es wohl losgehen. Erster Schuss für Team Trimax. Erster Schuss gehalten von Wendebauer. Sehr, sehr stark gehalten. Für das Team. Oh! Tim Snyder versiebt auch. Sehen wir jetzt das Kevin erste Tor. Oh! Wer übernimmt die Verantwortung? Es ist Niki Stender, der hier mehrfach getroffen hat in dieser Partie. Der kann, wenn er will. Trimax jetzt das erste Tor. Und das erste Tor von Niki. Eiskalt. Und jetzt Fuki. Wer hat den entscheidenden Treffer, der überhaupt sich erst hier hingebracht hat, Fuki? Und der Mann schon wieder. Und damit ist es Team vorbei. Mickey im Finale. Jawohl, es ist Sudden Death. Team Mickey gegen Team Biska Barca. Leute, die erste Halbzeit ist durch. 2-0 liegt Mickey, Niki und Aditoro vorn. Jetzt noch 5 Minuten. Boah, schöner erster Angriff, stark. So ein spannendes Spiel. Oh. Und jetzt geht's an die Substanz. Man merkt auch, die Jungs können nicht mehr. Man merkt, die Jungs können nicht mehr. Oh, Niki mit dem Tor. 3-0. Team Mickey führt 3-0 gegen Anton. Leute, 2 Minuten noch. Das Problem ist, mein Handy hat 2%. Das war's hier gleich. Der Vlog ist jede Sekunde zu Ende. Aber es war so unglaublich geil. 3-1 liegen sie vorn. 90 Sekunden noch. Jetzt ist in 5 Sekunden die richtige Nachspielzeit abgelaufen. Oh jetzt mein Gott. Nochmal einen super Pass. Passo. Kuba. So Leute, mein Handy war tatsächlich leer. Ich habe das Handy jetzt bekommen von Lasse, vom SSV Harztag. Wir haben heute zeitgleich, wie wir hier stehen, das ist kein Witz. Mein Bruder hat nicht gespielt, ich habe nicht gespielt. Wir haben heute gegen den Ersten gespielt und 4-3 gewonnen zu Hause. Zeitgleich zum Turnier hier. Wahnsinn. Und jetzt gibt es hier Elfmeterschießen. Schon wieder. So geil. Jetzt schießt Niki. Trimax Bruder. Die sehen gleich aus, die reden gleich. Das ist die gleiche Person. Mächtiger Anlauf. Der Mickey schreit. So! Mickey macht hier gefühlt gar nichts.
Spiel? Geil, sehr gut. So, und jetzt gibt es hier noch die Pokalübergabe. Und dann gibt es hier noch die Aftershow-Party, die Siegesfeier. Ich bin raus, schreibt eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.